Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Terra. Das ist auch gleichzeitig der letzte Part in dieser Aufnahmesession, denn ich muss mich auch wieder um ein paar andere Sachen noch heute kümmern und deswegen, und ja, was heißt und deswegen, wie ich mache ja sowieso immer nur 5 Parts am Tag, beziehungsweise 5 Parts gleichzeitig und ich glaube, ich habe da gerade scheiße gepult, weil da kommt... Ach, die kommen gar nicht angerannt, okay. Ich habe jetzt gerade gedacht, die kommen da vielleicht noch angerannt und wollen mir an den Kragen... So, den machen wir direkt mal platt hier. Boah, das ist so krass, dass wir 20 Stück von den Typen platt hauen sollen. Ey, das ist unglaublich. Ja, nee, danke. Hat mir sehr weitergeholfen. Und die halten im Moment so viel aus, das ist unglaublich. Ja, danke, meine Fresse, lass mich doch auch mal stehen hier. Mann, Leute. Was zur Hölle? Ich war doch gerade noch voll gewesen. Was hat der denn jetzt gerade an Schaden an mir gemacht? Unglaublich. Einfach mal umgehauen. Warte mal. Ne, das sind schon wieder so viele. Nehmen wir erstmal die da hinten, würde ich sagen. Und die hämmern wir direkt mal mit dem Vampirschlag weg. Komm mal her. Sehr schön. Damit habe ich ganz gut getroffen. Ja, die mit den Wirbelschlägen. Unglaublich. So, ich glaube, den hauen wir, sollten wir als erstes mal umhauen. Weil der war gerade noch böse. Jetzt ist der da hinten auch böse. Immer wenn die so rot leuchten, dann sind die etwas wütender auf mich. Na super, da habe ich ja wieder hervorragend getroffen. Und hör auf, durch mich durchzuwirbeln. Das macht keinen Spaß. Jetzt ist er schon wieder an mir vorbei. Man könnte meinen, es wäre eine Hyäne. Ja. Aber wenigstens ist er langsamer wie die hässlichen Viecher. So, sehr schön. Haben wir den auch platt. Sind jetzt bei der Hälfte angekommen. Das heißt, jetzt kommt noch die zweite Hälfte dran. Ich glaube, hier wirbeln wir direkt mal rein. Damit wir beide so ein bisschen treffen. So, sehr schön. Nummer 1 ist schon mal platt. Und Nummer 2 folgt ihm. Scheiße, jetzt habe ich versehentlich den Vampirschlag benutzt. Beziehungsweise ich habe den Vampirschlag einfach nur einmal kurz angetippt. Wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich länger gedrückt halten, damit wir noch mehr Leben bekommen von denen. So zum Beispiel. Oh, und da sind wir auch schon fast wieder voll. Das ist ja schön. So, der ist einmal durch mich durchgehuppelt. Warum ich jetzt nicht springen konnte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich wieder einen falschen Kopf gedrückt habe. Was machst du da? Boah! Ätzviecher. Boah, das sind wirklich Ätzviecher. Was sie für einen Schaden raushauen, ey. Sehr schön. Mann, haben wir doch noch geblockt den Schlag. Ich bin begeistert. Aber mit nächster Gruppe müssen wir auf jeden Fall wieder mit dem Vampirschlag reingehen. Wie viel haben wir noch? Wir sind jetzt bei 14 von 20. Das ist eigentlich ganz okay. Kann ich mit leben. Und da gehe ich einfach mal mit unserem lustigen Absaugschlag rein. Zack. Sehr schön. Schnell wegspringen, bevor der mir wieder in den Rücken hämmert. Weil das will ich ja nicht. Ach, die gehen mir echt auf den Sender. So, zumindest der nicht mehr. So, du wirst jetzt auch sterben, dankeschön. Und da liegt er, fliegt einfach mal noch ein Stück weiter, zack. Haben wir den auch weg. Zapp und zapp. Dann können wir eigentlich nochmal hier, wenn wir gerade sowieso schon etwas Ruhe haben, können wir den... eigentlich auch direkt mit dem Vampirschlag umklopfen. Na, das war jetzt nicht so geplant. Ja, ich weiß, wir haben nicht genug MP. Ach, nein, was habe ich jetzt gedrückt? Falschen Knopf auf jeden Fall. Sehr schön.
Hallo? Hallo, 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 hallo? Vampirschlag bitte. Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Sehr schön, den einen haben wir erwischt, den anderen haben wir auch erwischt. Boah. Da hat der uns einfach mal so derbe einen reingezwirbelt, dass wir auf den Boden fliegen und auch sogar noch fast gestorben sind. Haben wir schon wieder den Herzschlag von uns gehört, beziehungsweise der Puls ist das ja, glaube ich, den man da dann hört. Oder ist das der Herzschlag? Eigentlich ist der Puls und der Herzschlag ja dasselbe, ne? Ich meine, ja. Oh, Jungs, ey. Irgendwann muss er mal gut sein. Weg, oh, ich wollte gerade sagen, spring da weg. Dankeschön. So, du auch nochmal. Ja, ja, wirbel durch mich durch. Kennst du den schon? Kennst du den schon? Zack. Weg mit dir. So, wieder eine Quest fertig. Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier, glaube ich, mit dem da quatschen. Und den darf ich dann wieder synchronisieren. Ach, Thorsten war es. Ja, Thorsten, da steht er auch wieder. Thorsten, du lustiger Löwenmann. Was hast du denn zu erzählen? Wie unser Schöpfer Saleron einst sagte, das Horn des Drachen ist die Krone seiner Macht. Könnt ihr die Spitze dieser Pyramide erreichen, Berserker? Erklimm die Spitze der Pyramide. Okay, würde ich sagen, gehen wir mal zur Spitze. Oh Gott, das ist, sind wieder Treppen, wo man springen darf. Ist ja unglaublich. Normalerweise läuft man solche Dinge, aber nein, wir müssen da hochhuppeln. Unglaublich. Wo ist denn? Ach, da oben geht es auch noch weiter. Das ist wahrscheinlich das, wo wir hin müssen. Aber wo ist denn hier der andere Questgeber? Oder ist der, steht da auch irgendwo oben? Moment. Wir hüpfen da jetzt einfach mal hoch. Sehr schön. Gut, dass das gar nicht mal so schwer ist. Da hoch. Oder liegt da unten einer? Ich glaube, da unten liegt der, den wir brauchen. Tatsächlich. Ja, das können wir ja gleich machen. Wenn wir dann mal hier oben angekommen sind. Und das ist sogar das, wo wir hin müssen. Das ist ja schön. Dann haben die Steine ja doch mal Sinn. Weil oftmals ist das ja so, dass die gar keinen Sinn haben. Und da haben wir das nächste Fragment, wa? Das Fragment erstrahlt mit uralter Macht. Diese Energie ist genau, was wir brauchen. Das Relikt-Fragment verleiht euch Kraft. Sehr schön. Damit haben wir das zweite Fragment gefunden und müssen uns jetzt noch nur noch um die nächsten Fragmente kümmern. Hier kann man... Oh, das ist ja cool, dass man hier einfach mal so runterlaufen kann. Finde ich gut. Macht mir Spaß. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir als nächstes hin? Ach Moment, ich sehe gerade, wir haben da ja die nächste Quest sofort bekommen. Wo ist denn Grigeld? Aha, das ist da oben. Wo zur Hölle soll das sein? Ach, da im Land. Okay. Ja, das heißt, wenn wir hier jetzt gleich die andere Quest abgegeben haben, da unten, was wir ja von hier aus gut machen können. Ja, ja, ist ja gut. So tief ist das nicht. Stell dich nicht immer so an. So, damit haben wir das dann auch gemacht. Dann können wir jetzt nämlich hier wieder raus, die Quest noch eben im Lager abgeben. Und dann können wir uns in die Stadt teleportieren. Und das ist ganz gut, denn da in der Stadt können wir dann nochmal kurz gucken nach Ausbildung, weil, wie gesagt, ich weiß ja nicht so hundertprozentig, ob wir uns das letzte Mal ausgebildet haben. Dann können wir auch gleichzeitig verkaufen, versuchen unsere Rüstung abzugraden. Und die, ne, die Waffe ging nicht, ne? Das war, ging erst, wenn wir die Fragmente zusammen hatten mit der Waffe. Und dann wollte ich, was wollte ich denn da noch gemacht haben? Das waren nur drei Sachen, die ich da in der Stadt gemacht haben wollte. Immer dieser Gehirndurchfall bei mir, das ist unglaublich. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht komme ich ja drauf, komme ich ja auf dem Weg dann in der Stadt dann noch drauf, beziehungsweise so weit ist der Weg ja nicht mehr. Wir benutzen ja auf jeden Fall wieder eine von den Teleportationsschriftrollen sicheren Ort. Das sammle ich jetzt ausnahmsweise mal wieder nicht ein.
So, sind wir jetzt da? Jo, da sind wir. Da können wir auch die Quest direkt abgeben. Bei der Troller hier. Hallo. Ich sehe beschäftigt aus. Und ja, du siehst beschäftigt. Das ist auch eine geile Aussage. Ich sehe beschäftigt aus. Das ist so, dass die Hauptaussage. Sehen beschäftigt aus, sind aber nicht beschäftigt. Oh, was war das? Oh, warte mal. Da haben wir, glaube ich, für die Quest kriegen wir sogar, glaube ich, was Schönes, oder? Ne, Moment. Handlungsquest, da Regionsquest. Da würden wir sogar Schuhe für kriegen. Die Schuhe wären... Oh, für Level 56. Ja doch, die Quest will ich dann aber doch machen. Weil die sind doch etwas besser, wie die Schuhe, die wir gerade anhaben. Ja, dann kommen wir also doch noch nicht ganz in die Stadt rein. Aber soll mir recht sein. Dann sehen wir wieder einen instanzierten Bereich, so wie sich das anhört. Weil wenn wir das Teleportal benutzen sollen... Schauen wir einfach mal. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Dann geht's halt erst in der nächsten Aufnahmesession dann wieder zurück in die Stadt. Was ist jetzt eigentlich mit der Handlungsquest? Müssen wir mal eben gucken, wieso öffnet sich das immer? Das geht mir so auf den Sack. Sind wir da, ne? Da bekamen wir nur Gold für. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Okay, so viel ist da auch nicht mehr bis zur nächsten Instanz. Wobei, ich glaube, dann kommen nur noch Instanzen, wenn ich das richtig sehe. Vier Gruppenquests hintereinander weg. Das könnte was werden. Na, müssen wir mal gucken. Vielleicht nehme ich dann ja Rosette mit, wenn er oder sie da sein sollte. Schauen wir mal. Ich habe mich übrigens informiert, Rosette, für den Fall, dass du hier den Part gucken solltest. Du hattest mir ja beim letzten Mal gesagt, ich sollte mal nachgucken beim Stein von Rosetta. Und ja, da habe ich mich einfach mal informiert, was das denn ist. Und ja, ich wäre zwar nie auf die Idee gekommen, meinen Namen von so einem Stein abhängig zu machen, aber gut. Muss ja jeder für sich... Wie komme ich da jetzt drauf? Muss ja jeder für sich selber wissen. Hä? Wie komme ich da hin? Ach, da geht's hoch. Wollte schon sagen. Wobei ich ja dann auch jetzt nicht so einen spezifischen Namen habe, ne? Von daher geht das ja noch. Muss ich wieder nach ganz oben? Kann das denn wohl sein? Sieht fast so aus, wa? Wobei, beim letzten Mal waren wir, glaube ich, da oben. Jetzt müssen wir hier nach oben. Ja gut, von mir aus. Ach, das sehe ich ja jetzt erst, dass man da gar nicht runterfallen kann. Ich habe gedacht, man könnte auch runterfallen, aber so brauche ich ja gar nicht mehr immer wieder zurückgehen. Sehr schön. Wir benutzen natürlich das Teleportal. Schauen mal, was uns da drinnen erwartet. Werden wir jetzt da in den Tempel reingeportet oder was will der von uns? Die Riesenruinen. Was bist du denn hier? Ist auf jeden Fall einer, der da einfach mal so rumliegt. Ist das denn das jetzt aber keine Instanz, oder? Oder ist das eine Instanz hier? Den müssen wir auf jeden Fall da töten. Und hier ist sowieso schon Krieg. Aha. Ja, sollen die sich da mal gegenseitig die Rübe verhauen? Wir versuchen einfach mal, ihn da wegzuklopfen. Hallo? Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Geh da weg. Bitte geh da weg. Bitte renn schneller. Bitte schneller. Renn. Mal pack doch mal die Waffe weg, Mann. Ach du Scheiße, wer soll denn damit rechnen, dass sie dann auf einmal alle angreifen? Die haben sich doch gegenseitig bekämpft. Lass mich. Scheiße, ich glaube, wir sind hinüber. Ich glaube, das ist... Hallo, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Wie komme ich hier weg? Ich muss hier weg. Lass mich hier raus. Hier komme ich nie im Leben wieder raus. Das ist, glaube ich, nicht... Das ist, glaube ich, nicht ganz so toll. Hier, lass mich raus. Ja, Teleportal. Teleportieren, bitte raus hier. Raus. Schnell. Der kommt. Oh, du Scheiße. Um Gottes Willen. Was habe ich da nur getan? Puh.
Boah. Heilige Herrgesangsverein, ey. Unglaublich. Unglaublich. Hier spielen sie Dinge ab. Das ist nicht mehr feierlich. Mann, ey. Da bin ich jetzt aber richtig ins Schwitzen gekommen. Oh Gott. Oh mein Gott. Das muss mir auch einer sagen, Mensch. Dass die dann einfach mal alle angreifen. Das heißt, ich muss erst die anderen wegprügeln. Oh Mann. Wir können uns eigentlich schon wieder reinmachen, auf den Weg rein. Weil die müssten ja jetzt eigentlich resettet haben. Nicht, dass die jetzt hier direkt vorm Eingang stehen und mich direkt wieder anfangen wegzuprügeln. Oh mein Gott. Super, hat funktioniert. So, ich schmeiß mir gerade Verbände wie in so einen Bekloppten rein. So, jetzt nochmal das ganze Spielchen. Wo sind die denn jetzt? Jetzt sind nur noch zwei Leute da, drei? Okay. Hallo, mein Freund. Ja, gib mir sofort die volle Breitseite. Ah, ich habe schon wieder keinen Mana mehr, okay. Ich wollte gerade sagen, warum macht der nichts? So, euch haben wir schon mal weg. Das ist sehr schön. Ich hoffe, hier respawnen die auch nicht. Aber in den Instanzen, glaube ich, respawnen die sowieso nicht. Zumindest nicht in den instanzierten Bereichen, so wie ich das noch im Kopf habe. Naja, soll mir recht sein. Komm du mal ran. Dankeschön. So, holen wir uns am dem mal ein bisschen Leben ran. Wir könnten theoretisch alles blocken, was der macht, und uns dann an dem erstmal voll machen, bevor wir den letzten da angehen. Sehr schön. Was? Hat die Tröte uns dann da doch noch getroffen, wa? So, jetzt machen wir das ganze Spielchen hier nochmal. So, jetzt nur noch... Ich wollte gerade sagen, jetzt nur noch wir zwei, mein Freund. Zeig mir, was du kannst. Oh, ich glaube, der kann doch ein bisschen mehr, so wie es ausschaut, wa? Fällt er um? Jo, er fällt um. Hervorragend. Oh, ich glaube... Aua. Hey, was? Wow. Ich glaube, das war keine so gute Idee. Warum trifft er mich denn da immer? Ja, diesmal hat er nicht getroffen. Sehr schön. Aber ich befürchte auch bald, dass wir den nicht besiegen. Das ist nicht wahr. Sehr schön. Konnten wir noch blocken. Sehr schön. Da konnten wir uns wieder ein bisschen voll machen. Gut, dass das nicht der schnellste ist. Dass wir an dem immer schön vorbeirennen können. Aua. Komm schon. Komm Junge, du willst es doch auch hier. Schnell, lauf. Wunderbar. Na, das könnte sich hinziehen, der Kampf. Aber gut. Irgendwie müssen wir ihn ja besiegen. Mist, da wollte ich gar nicht. Ich wollte mich eigentlich den Schlag aufladen. Komm. Sehr schön, sind wir wieder voll. Ich laufe trotzdem erstmal noch ein bisschen um ihn rum. Sehr schön. Mist, verdammt. Oh, hat der uns jetzt einen reingezwirbelt? So eine Kacke aber auch. Sehr schön. Wieder ein bisschen.
Oh, ich hab doch geblockt, Mann. Ich hab doch geblockt, du Pansenkopf. Komm schon. Sehr schön, wieder ein bisschen was an Leben dazu bekommen. Und wieder weg hier. Oh. Ja, kann sich nur um Stunden handeln, der Kampf. Aber wichtig ist ja nur, dass wir ihn überhaupt schaffen, ne? Oh, 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 oh. Sehr schön. Wieder einmal ordentlich getroffen. So. Bei 92%. Du Scheiße. Das kann sich echt um Stunden handeln, bis wir den geschafft haben. Und wer weiß, was der noch alles macht für Attacken. So, 91%. Oh, 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 oh. Ganz vorsichtig, mein Freund. Oh, wir machen dem ja gar keinen Schaden. Das ist ja unmenschlich. Das ist ja echt unmenschlich. Ja, den haben wir zumindest schon mal gut geblockt. Und jetzt treffe ich wieder nicht. Jetzt habe ich getroffen. Was wird das? Heiligsblech, jetzt fängt er auch noch mit so einem Quatsch an. Was macht er jetzt? Das wollte ich gar nicht. Ah, Gott sei Dank, noch ein bisschen geblockt. Sehr schön. Oh, oh, oh. So, wieder mal ein bisschen Leben rangehört. Was stand da? Irgendwas war da, stand da gerade mit. Irgendwas ist zu hören. Nee, da kommt jetzt nicht noch ein Gegner, oder? Ach, hör doch auf. Jetzt kommen auch noch andere Gegner an. Ah, ja, das war's. Das war's. Wir sind verloren, wir haben es, das kannst du vergessen. Also diese Quest kann ich, das kann ich direkt wieder abbrechen, das wird so nix. Das wird so nix werden. Also im Grunde, wir hätten den Gegner geschafft, allerdings nicht unter den Voraussetzungen. Ich versuche hier auf jeden Fall nochmal rauszukommen, so auf gut Glück. Teleportieren, ja bitte. Ja, ja, Mann, wenn ich da ja drücke, verdammt nochmal, ey, das kann doch nicht wahr sein, ist doch lächerlich. Ja, dann brechen wir die Quest erstmal ab, das wird so nichts, das wird so nichts. Ey, das ist was, was ich hasse bei solchen Portalen, da drückst du drauf, ja, musst du nochmal bestätigen, ja, und dann noch ein drittes Mal musst du bestätigen und dann bist du einfach mal totgeprügelt worden. Unglaublich, unglaublich. Aber nun gut, das war auf jeden Fall ein spannendes Aufnahmesession-Finale, würde ich da mal persönlich sagen. Wir gucken jetzt nochmal eben ganz schnell, auch wenn wir von der Zeit her schon etwas drüber sind, gucken wir nochmal eben ganz schnell, wie es ausschaut, ob wir uns ausgebildet haben. Aber ich glaube, ja. Ja, haben wir. Wir haben uns in der letzten Aufnahmesession auf jeden Fall ausgebildet. Und dann würde ich sagen, die Quest breche ich jetzt auf jeden Fall wieder ab, weil das hat einfach so keinen Mehrwert. Das ist Riesen, jawohl, weg damit. Da kacke ich drauf. Und dann geht's für uns das nächste Mal dann weiter. Ich glaube, da müssen wir oben raus, müssen wir, ne? Jo, das sieht gut aus, müssen wir da oben raus. Ich hoffe natürlich, dass ihr trotzdem bis hierhin Spaß hattet. Und schaltet doch einfach in 2 Tagen. Boah, diese Cola. Schaltet doch einfach in 2 Tagen zur nächsten Aufnahmesession von Terra wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane. Und ich bin für heute raus. Ciao.